Hallo Leute, willkommen bei der Niche Wolpertinger Challenge. Wir wollen einen Wolpertinger züchten. Dies ist Teil 13. Jo, alle schlafen. Naja, bis auf hier unsere kleine Ruth. Die könnte eigentlich noch was tun. Du kannst doch mal ein paar Beeren sammeln, gell, wenn du noch wach bist. So, aber sonst schlafen alle und darum kann ich einen neuen Tag machen. Oh, hier ist Gras nachgewachsen, glaube ich. Zumindest sieht das so aus. Und ich guck mal, ob ich eventuell hier was hören oder riechen kann. Nö. Denn ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass da vielleicht noch eine kleine Babybärhyäne ist. Aber war nicht. Naja, irgendwann werden wir mal eine Babybärhyäne zähmen und uns mit der fortpflanzen. So. Ja, jetzt fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Fangen wir doch mit dir an. Produkta. Naja, du bist eigentlich ein ganz fleißiger Beerensammler, gell? Ja, kann man eigentlich nicht meckern. So. Red, was machen wir mit dir? Was hatte ich mit dir vor? Ja, dass man das immer so schnell vergisst. Jetzt gucke ich mal, ich habe doch hier irgendwie... Genau, die sind alle nach da oben gezogen, nachdem hier so viel los war. Und hier ist tatsächlich ein Baby geboren. Na, um das kümmern wir uns mal zuerst. Taro. Ein hübscher, roter Junge mit einer schönen Knackerschnauze. Hat also nicht das etwas schiefe Gesicht der Mutter geerbt. Da bin ich ja ganz erleichtert. Aber Hörner, wunderbar. Jo, ein ordentlich gutes Durchschnittsmännchen. Zwei Beeren sammeln, zwei Kampfkraft, zwei Nüsse und wird mal vier schnell sein. Ja, kann man nicht meckern. Wunderbar, auch relativ fruchtbar. Oh, und hier Giftzähne inaktiv. Ja, das Einzige sind blinde Augen inaktiv. Aber ansonsten ist es ein nahezu perfektes Geschöpf. Wunderbar. Gratuliere, Nussi. Das ist nämlich, soviel ich weiß, der Sohn von Nussi und die seiner Traumfrau. Okay, ja. Nussi und Isis. Okay. Wie nennen wir dich denn? Sowas wie Rotnuss? Gibt es sowas? Kann man sowas nehmen? Ich denke mal, ich kann das nehmen. Rotnuss. Weil es ist ja bei diesem Stamm noch was Besonderes, dass der dieses Knacker... die Knackerschnauze hat und dadurch auch ordentlich Nüsse sammeln kann und darum irgendwas mit Nuss. Gut. Ja, was machen wir? Du könntest hier neben mal so ein bisschen Gras wegsammeln. Dahinter lassen wir das noch. Und du, Lari, ja, was machen wir mit dir? Wir haben 22 Nischlinge. Wir müssen also jetzt nicht auf Teufel komm raus vermehren. Ja, das ist zwar ein feines Geschöpf, aber ich denke mal, wir lassen sie einfach mal für den Nahrungsmittel, die Nahrungsmittelversorgung arbeiten. Dann schicke ich sie mal hierher. Oh, das ist ja schön. Da kann sie einen Hasen jagen. Tja, ist leider abgehauen. Dann sammelst du hier mal Gras ab. Du sammelst mal um dich rum Gras ab. Ah, das ist der starke Kirti. Genau, den muss ich unbedingt im Auge behalten. Was macht ihn so stark? Die Klaue, genau. Und die sollte er auch mal weitergeben, würde ich sagen.
schnelles Bein und Klaue, das ist gut. Ich würde sagen, solange wir keine Beriena-Klaue haben, sollten wir auf Klaue züchten, wenn das denn geht. Oder braucht er irgendwas anderes? Fruchtbarkeit, aber ich glaube, das kann man noch nicht einstellen. So, gucken wir mal. Klaue kann man einstellen. Dann soll er die mal weitergeben. Und das andere lasse ich noch mal offen. Und für Kirti brauchen wir natürlich schon eine Partnerin. Den möchte ich unbedingt vermehren. G und C. C und D, also keine passende Partnerin. Kirti, wir suchen eine Traumfrau für dich. G und C. A und K. Anasi, wie wär's denn? Komm doch einfach mal rüber. Was hat sie? Eine kaputte Klaue. Na, da müssen wir was gegen tun. Ansonsten ist die ganz prima. Dann lasse ich sie hier mal doppelte Klaue kriegen, damit wir da starke Nischlinge heranzüchten. So. Und jetzt gucke ich mal, ob die vielleicht in eine Generation gehören. Anasi und wo ist Kirti? Kirti da oben. Schade. Sonst hätte man die so nebeneinander setzen können hier in dieser Ansicht. Ja, was machen wir? Dann geben wir mal euch beiden in der Mitte ein rosanes. Kann man jetzt natürlich schlecht erkennen. Und dann weiß ich, dass ihr zusammengehört. Und bei euch, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich ein Traumpaar sind, aber sie haben ein ganz schönes Kind gekriegt. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ihr macht mal noch ein Kind. Geh du mal da in das Nest und dann springt der Papa hier hin. Und ihr probiert es einfach nochmal. So, sehr gut. Dann haben wir die schon mal erledigt. Dem Geweih sind wir noch kein Stück näher gekommen. Jetzt bist du hier ganz alleine, gell? Ja, da sollten wir dich vielleicht nicht ganz so alleine gehen lassen. Nicht, dass da die böse Bärhyäne kommt. Aber hier sind ja noch zwei. Die Linde zum Beispiel. So, die kann auch mal graben. Ja, wenn die hier zu viert sind, kommen die relativ schnell zueinander, aber die haben kaum Kampfkraft. Wir brauchen einfach mehr Kampfkraft in dem Stamm. Also, du gehst mal hier hin, und dann wird hier auch abgegrast. Na, hier wartet das Fleisch. Jetzt aufs Einsammeln. Und die Beeren warten auch. So. Und Sira. Kannst hier mal abgrasen. Oh. Sira kann nur graben. Gucken wir doch mal. Naja, dann gehst du mal. Die Richtung hat schon gestimmt. In die Richtung und versuchst dann was zu graben. So eine doppelte Grabepfote ist fast eher eine Behinderung als ein nützliches Feature, obwohl es natürlich ein Feature ist eigentlich. So, Cookie könnte auch graben. Gibt's hier was zu graben? Da könntest du es mal probieren. Ja. Ja, es gibt viele, viele Beeren und nur wenig zu graben. Und hier ist, glaube ich, ein Nest, oder? Na, versuch mal hier den Hasen. Na toll. Ist dir jetzt vor die Beine gelaufen? So. Rett.
Dich habe ich Red genannt, weil ich schon einen Rotschopf hatte, gell? Oh, Red ist ein sehr fleißiger Bärensammler. Den müsste ich fast eher Berry nennen. Den sollte ich eventuell schon auch mal vermehren. Was hat der denn? A und K? Ein bisschen kurzsichtige Augen, das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ja, der hat geschickte Pfote, schnelles Bein, das soll er eigentlich gerade so weiter behalten. Dann kann ich ihm fast einfach zwei gute Augen geben, weil ich will, dass er entweder die geschickte Pfote oder das schnelle Bein weitergibt. Und das wird er ja sowieso tun. Also, gute Augen. So. Und du kriegst jetzt hier vorne ein rosa Dings. Okay. Und jetzt suchen wir eine Traumfrau für dich. A und K. B und K. Nein, du kommst leider nicht in Frage. A und C, Anastasia auch nicht. A und C. Und was macht hier unsere Kleine? C und B, La Sisi. Wow, die hat zwei Klauen. Und ist die stärkste im ganzen Stamm. Warte mal, dann kriegst du hier ein Orange, weil du so stark bist. Ja, bei ihm kann ich jetzt das leider nicht mehr ändern, diese Mutation. Ich werde die aber trotzdem paaren lassen. Und lass sie sie vielleicht auch noch mit anderen, die, wo die Stärke dann besser rauskommt. So, was wollen wir denn bei dir optimieren? Du bist schon ziemlich optimal, so für deinen Bedarf. Ja, dann machen wir dich hier rosa und sobald du erwachsen bist, darfst du dich mit Red paaren. Was hältst du davon? Und jetzt, na, sie kann überhaupt nichts sammeln. Wo sind die Kaninchen, wenn man sie braucht? Nicht da. Dann gehst du mal hier hin und guckst. Da ist ein Nest. Okay. Dann sollten wir da zumindest insgesamt zwei freilassen. Und sie kann in die Zeit nutzen und sich das hier so freiräumen, dass dann das Nest ein bisschen geschützt ist. Ah, und du kannst mal dieses Nest kaputt machen, damit wir gutes Nistmaterial haben. Und Ruth, du bist eine relativ gute Bärensammlerin. Darum lassen wir dich mal dahin hüpfen und Beeren sammeln. So. Und Wanta. Oh, Wanta ist der beste Beerensammler, den wir haben. Wanta ist richtig gut. Der hat wohl zwei geschickte Pfoten. Ja. Muss man schon sagen. Wanta ist große Klasse. Den schicken wir dann vielleicht hier so hin. Ja, hier kannst du auch noch was knacken. Was hat Wanta denn für Nachteile? Kaum fruchtbar. Bisschen kurzsichtig. Und ein verzogenes Gesicht. Vielleicht können wir da irgendwie. Ah, Wanta ist auch der mit dem Geweih, genau. Und da habe ich jetzt große Nase reingesetzt. Ja, was hast du für A und E? A und C. A und C. B und K. Wanta und Ruth. So, ihr kriegt jetzt hier ein rosanes. Ist das das rosane? Ja. Man müsste sich zu den Nischlingen Bemerkungen schreiben können. Ah, und du kriegst hier ein gelbes, weil du so ein großartiger Sammler bist. Und Ruth ist eigentlich auch eine gute Sammlerin. Ja, dann kriegt die hier auch ein Gelb. So.
Gut. Anastasia, du könntest hier mal wieder näher in die Nusszone hüpfen und noch ein bisschen Beeren sammeln. Ja, und Maislein, was machen wir mit dir? Probier's mal mit dem Hasen. Na prima, hat doch gut geklappt. Und Wanro, ja, du bist eigentlich relativ stark. Ich schicke dich mal zu der Erforschertruppe. Tja, wie könnte man die kennzeichnen? Fällt mir gerade gar nichts ein. Aber Maislein, die lasse ich hier mal so das Gelände freihalten. So, Ananas. Für dich bräuchten wir eigentlich auch einen Nussbaum, gell? Du siehst zwar gar nicht so nach Nüssen. Oh, Ananas braucht vor allem Beerenbüsche. Am besten wetten wir drei Beerenbüsche für dich. Mit der sollten wir auch noch ein paar Kinder kriegen. Die hat bestimmt auch zwei geschickte Pfoten, ja. Ananas ist große Klasse. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht Wolpertinger Challenge gespielt. Da muss man die alle immer wieder neu kennenlernen. Ja, es ist jetzt noch nicht ganz Zeit zum Schluss machen. Darum mache ich jetzt noch mal einen neuen Tag und guck noch mal, was hier unsere junge Traumfamilie für ein Baby bekommt. Mitten da im Gestrüpp. So, oh, auch eine mit Knackerschnauze. Sila, eine Schönheit und sehr nützliche Sammelkräfte. Ja, das ist eine ganz gute Paarung. Auch wieder Knackerschnauze und Giftzähne. Glück gehabt. Ja, sie hat zwar jetzt keine ausgesprochen besonderen Kräfte, aber ich würde sagen, richtig gut. Dann lasse ich mal hier sie das Gras ein bisschen freiräumen. Und du kannst hier auch mal. Oh, Rotnuss, das kannst du noch nicht. Gut, dann soll mal der Papa bei dir freiräumen und das Nest knacken. Weil wir lassen einfach ein Feld dahinter mit Gras. Sonst ist das hier alles so zugewachsen. Und wir haben ja auch noch keine Adler gesehen. Also Bluebirds heißen die. Gut. Ja, ich würde sagen, das ist ein Screenshot wert. Wunderschöne rote Kinder kriegen die. Ja, dann hatte ich doch recht mit der Traumfrau. Ich meine, da war ich ja schon ein bisschen skeptisch. Als mein Liebster sich das angeguckt hat, dem gefällt die Wolpertinger Challenge und die guckt er sich gerne an. Er hatte auch gesagt, was? Traumfrau? Nee, also wirklich nicht. Aber wunderschöne Kinder entstehen dabei. So, was kannst du machen, meine Liebe? Ja, du könntest hier noch was abgrasen und dann bleibst du einfach mal da sitzen. So, Kirti. Ah ja, die beiden wollte ich ja paaren. Das könnten wir gleich mal in Angriff nehmen. Dann hätten wir das Nest nicht kaputt machen brauchen. Nun ja, machen wir ein neues Nest. Jawohl, und jetzt bauen wir dir einfach hier ein Nest, da wo du gerade sitzt. Gut. Ja, ich denke mal, dann mache ich mal Schluss mit diesem Teil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.